Ey, McKay, wann droht eigentlich ein einmonatiges Fahrverbot? Liegt so ein bisschen auf der Hand, natürlich unter anderem bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wer 31 km/h zu schnell fährt innerorts, dem droht ein Fahrverbot. Wer 41 km/h zu schnell fährt außerorts, ebenso. Oder wenn gegen den Betroffenen schon mal ein Bußgeldbescheid wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h festgesetzt wurde und er innerhalb eines Jahres nochmals wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h ein Bußgeldbescheid erhält. Oder zum Beispiel bei den sogenannten Abstandsunterschreitungen. Wer also zu dicht auffährt, da gibt es ja so eine Formel. Und zwar, wenn bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug weniger als 3/10 des halben Tachowertes beträgt, dann, also weil ihr zu dicht aufgefahren seid, droht auch ein Fahrverbot. Bei Rotlichtverstößen, versteht sich von selbst, ich glaube, das ist so, wenn die Ampel mindestens eine Sekunde auf Rot geschaltet ist und ihr trotzdem noch rüberknallt. Sieht nicht gut aus. Oder von hinten naht ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn. Ist natürlich ganz wichtig. Ohne Einsatzhorn schwierig. Aber mit Einsatzhorn und ihr macht die Fahrbahn nicht frei. Ihr kennt ja vielleicht noch, könnt euch noch an diese Geschichte erinnern mit der Notfallgasse da, wo die Leute dann einfach nicht da das frei gemacht haben und so weiter. Da droht tatsächlich ein Fahrverbot. Oder beim Abbiegevorgang gefährdet ihr Fußgänger. Auch nicht so ganz ohne. Aber all das ist erstmal eine sogenannte Kann-Entscheidung der Behörde, zumindest bei einem einmonatigen Fahrverbot. Die haben also einen gewissen Ermessensspielraum und manchmal sehen sie auch davon ab. Zum Beispiel, wenn ein sogenanntes Augenblicksversagen vorliegt. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn an einer ganz bestimmten Stelle jetzt ein Geschwindigkeitsbeschränkungsschild aufgestellt wurde, aber nur einmalig. Ihr fahrt jeden Tag diese Strecke, nie stand dieses Schild da und plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, steht da so ein Geschwindigkeitsbeschränkungsschild. Dann könnte man von einem Augenblicksversagen ausgehen, allerdings bitte nicht zu verwechseln mit der sogenannten Ablenkungssituation. Wenn ihr also jetzt gerade telefoniert oder guckt irgendwie in die Weltgeschichte, das ist eine Ablenkungssituation, die natürlich nichts mit dem Augenblicksversagen zu tun hat. So, wenn die Behörde dann überlegt, ob ein Fahrverbot hier in Betracht kommt, dann sollte das Fahrverbot eben nicht unverhältnismäßig sein. Also es darf. Oder das ist zumindest das, was man dann geltend machen kann. Das mache ich eben halt auch als Rechtsanwalt oftmals vor Gericht, allerdings dann erst nicht gegenüber der Bußgeldbehörde, weil es in den meisten Fällen nichts bringt. Wenn eine besondere Härte zum Beispiel vorliegt, das bedeutet, wenn der Verlust des Arbeitsplatzes droht oder eure wirtschaftliche Existenz gefährdet ist, also eure wirtschaftliche Existenz und möglicherweise sogar noch die eurer Familie. Oder zum Beispiel, kann von einem Fahrverbot abgesehen werden, wenn eine Behinderung oder eine Krankheit oder ein Betreuungsbedarf von einem Angehörigen vorliegt und ihr müsst den jetzt zum Beispiel von A nach B kutschieren und so weiter, dann kann die Behörde, weil eben diese besondere Härte vorliegt, von einem Fahrverbot absehen. Aber wie gesagt, das Fahrverbot ist die Regel. Nur ausnahmsweise, unter anderem aus den eben erwähnten Gründen, kann die Behörde von einem Fahrverbot absehen. Das war soweit von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, muckt.